Achtung, jetzt kommt ein Funkspruch, gut aufpassen. Der Funkspruch zur Rollfreigabe hat jetzt gar nicht mal so kompliziert geklungen, aber ohne Karten oder Navigation kenne ich mich trotzdem nicht aus. Wo ist diese Rollbahn Delta? Dir geht's auch so? Na dann zeige ich dir jetzt was. Man kann sich ganz einfach die Route zur Startbahn anzeigen lassen. Und auf einmal kennt man sich wieder aus. Nachdem wir nun wissen, wo wir hin müssen, bestätigen wir die Rollfreigabe an die ATC. Ich bin der Mario und herzlich willkommen auf meinem Kanal SimSites. In den Kommentaren wurde ich gefragt, wie man sich die blauen Pfeile zur Navigation anzeigen lassen kann. Die Rollweganzeige oder die Ausrollbahn kann man sich dauerhaft anzeigen lassen. Das stellst du in den Unterstützungsoptionen ein. Geh dazu in die Unterstützungsoptionen und stell dann bei den Navigationshilfen die Ausrollbahn auf ein. Wenn du das so wie ich nicht dauerhaft angezeigt haben möchtest, weil dir das den Realismus oder die Immersion einfach beeinträchtigt, dann kannst du dir das auf eine Tastatur legen und mit einer Tastenkombination bequem je nach Bedarf ein- und ausblenden. Öffne dazu die Einstellungen und geh dann auf die Steuerungsoptionen. Wähl dort dann deine Tastatur oder ein anderes Gerät aus und gib in der Suche Rollweg ein. Da findest du dann den Befehl Rollweganzeige umschalten. Du kannst dir da jetzt eine neue Tastenkombination zuweisen oder die bestehende nehmen, falls schon eine gute gesetzt ist. Ich habe bei mir Alt, GR und Plus konfiguriert. Zurück im Cockpit, nachdem wir die ATC-Rollfreigabe bestätigt haben und wir jetzt eine Tastenkombination zum Umschalten der Rollweganzeige zugewiesen haben, können wir uns jetzt ganz easy die blauen Pfeile ein- und ausblenden, so wie wir lustig sind. Ob direkt vor dem Pushback, damit wir wissen, in welche Richtung wir uns überhaupt pushen lassen oder erst danach, ist völlig egal, es macht keinen Unterschied. Wie du siehst, je nach Distanz bis zum Ziel geht diese Rollweganzeige schon direkt bis zum Ziel oder zeigt nur einen Teil und erweitert sich dann immer länger, je näher wir kommen. Und aus der Drohnenansicht kann man sich hier einen perfekten Überblick verschaffen. Die Rollweganzeige kann man auch nach einer erfolgreichen Landung nutzen, damit man sich dann erst recht nicht verfährt und beim richtigen Gate ankommt. Dazu muss ich aber erstmal sicher landen. So, gleich ist soweit. Ja, das war ganz okay. Der Co-Pilot lacht, ob das ein gutes Zeichen ist. Wobei man auch sagen muss, mit dem Mod FS Realistic schaut eine Landung immer ein bisschen härter aus als ohne. Eigentlich waren das stabile minus 269 FPM. Gar nicht einmal so hart. Wenn dir die ATC nach der Landung einen Gate zugewiesen hat, dann führt dich die Rollweganzeige auch direkt bis zum richtigen Gate. Und wie du jetzt sicher gerade bemerkt hast, haben wir mit der Rollweganzeige nicht allzu viel gesehen. Wir wissen jetzt eigentlich gar nicht, wie lange wir taxiieren müssen, bis wir beim Gate ankommen. Aber dafür gibt es mit dem Add-on GSX Pro einen ganz einfachen Trick. Wir öffnen GSX, wählen unseren Gate aus und sagen dann Show me the spot and activate. Dann zeigt uns GSX Pro mit einem Ausrufezeichen, wo der Gate ist. Und wenn du da jetzt feststellst, dass der Weg eigentlich ein ziemlich weiter ist und du gar nicht so lange taxiieren möchtest, gibt es noch einen zweiten Trick. Du kannst dir GSX Pro wieder öffnen und mit Just Warp Me There beamen wir uns direkt zum Gate. Das ist nice, oder? Aber Vorsicht, sofort die Parkbremse setzen, weil sonst rollen wir in den Gate hinein. Und wie wir da jetzt in der Außenansicht sehen, am Ziel angekommen, zeigt uns die Rollweganzeige ein grünes Quadrat, wo unser Ziel geht. Hätten wir uns nicht hinwarpen lassen, dann wäre das quasi unser Richtwert gewesen. Also was mache ich? Ich schalte es mit der Tastenkombi einfach wieder aus. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Baba! Bleib dran und schau dir dieses Video an oder schau in dieser Playlist weiter.